Hallihallo und Hallöchen zu einer neuen Folge Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind hier wieder in der Taverne, weil ich vergessen habe zu speichern. Und wir in der letzten Folge ja draufgegangen sind. Jetzt ist natürlich interessant, sehr blutig. Das ganze Gespräch hatten wir natürlich schon. Die Leute. Super. Nun. Es wurde aber nicht gespeichert, das heißt, wir brauchen es nochmal, dass wir auf dem gleichen Stand sind. Etwas zu trinken. Und wir brauchen die ganzen Karten wieder. Nein, das da oben. So. Leb wohl. Danke, leb wohl. Leb wohl, leb wohl, leb wohl. Genau, dann packen wir mal unser anderes Schwert ein. Und bewegen uns wieder nach Heidfelde. Schneller! Das weiß ich. Kannst los. Das war's schon. Mehr hast du nicht. Ich gehe einfach mal diesen Weg entlang, da wir da gleich am Wasser sind und vielleicht von hier aus schon rüberkommen. Vielleicht aber auch nicht. Das sind wir in der letzten Folge ganz schön weit außen rum gelaufen. Leck mich fett. Okay, das heißt, wir sind jetzt gleich wieder in Heidfelde. Und müssen da ein paar Hunde zerlegen. Und dann geht die Quest weiter. So, dieses Mal bin ich besser vorbereitet. Aua, wieso tun denn die so weh? Oh Gott, ich muss noch speichern. Ich will nicht drauf gehen. Gott! Ha, wir müssen speichern, sonst gehen wir wieder. Sonst müssen wir den ganzen Weg nochmal machen. Ich hab das voll verpennt. Ich glaube, die kommen nicht. Spiel speichern. Bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich was bringt, wenn man da immer mehr auf einmal nimmt. Doch, es geht doppelt so schnell. Ach Gott. Ach Gott. Ganze nochmal. Kann unser Pferd eigentlich drauf gehen? Zack, zack, zack. Ich mache euch von der Ferne kaputt. Komm her. Einer weniger. Der nächste. Weil sie so flink sind, die Scheißviecher. Nein! Aber wir haben gespeichert. Immer so ganz knapp. Vielleicht sollten wir uns auch mal neue Rüstungen besorgen, dass wir nicht ganz so viel Schaden einstecken. Ich habe einfach mal ganz viel gegessen und hoffe einfach mal, dass das jetzt ganz schnell ganz viel heilt. So, mein Pferd steht hoffentlich nicht da. Doch, steht immer noch da. Na
Was jetzt, du Stück Dreck? Stück Dreck, da hat er recht. Wenn ich einmal am Zug bin, hast du keine Chance mehr. Na komm her. Mit einem Hund schaffe ich es locker, aber mit zwei ist dann immer blöde. Er traut sich nicht. Ich aber auch nicht. So. Jetzt reicht's aber. Irgendwann ist mal gut. Geh weg! Lass mich zufrieden, wer immer du bist. Verschwinde! Beruhige dich. Es ist vorbei. Ja, alles vorbei. Alles hoffnungslos. Das vergesse ich nie. Ich suche einen Mann namens Hendrik. Er soll in diesem Dorf leben. Ja, das hat er. Jetzt nicht mehr. Sie haben ihn in dieser Hütte erwischt. Wenn du seine Schreie gehört hättest, wie ein Mann schreien kann, wie er leiden kann. Erzähl mir, was passiert ist. Erzähl mir, was passiert ist. Jedes Detail. Sie haben sie alle erwischt. Die Sonne ging unter und die Dämmerung färbte sich blutrot. Ich dachte nur, seltsam, die Kröten haben aufgehört zu quaken. Die wilde Jagd. Irgendwie so vor. Ja. Ich weiß nicht, was geschehen ist. Nur Schrecken überall. Hendrik schrie. Dann flehte er. Am Ende hörte ich nur noch Stöhnen. Die Geister waren hier nur kurz. Dennoch hat Frost das Dorf umhüllt, wie im Herzen des Winters. Warst du in der Hütte, als sie fortritten? Nein, da setze ich keinen Fuß rein. Nie! Lebe wohl. Finde deinen Frieden. Ja, dann müssen wir uns jetzt die Häuser mal anschauen. Können wir da einfach rein? Nein, es wird zu einfach. Schauen wir mal, was wir hier bei Hendrik finden. Eisspuren um die Fußabdrücke. Wirklich? Hier liegt er. Oh Mann. Er wurde gefoltert. Vielleicht haben sie etwas übersehen. Hat er was in den Stiefeln Mal versteckt? Mal in die Stiefel schauen. Geronnenes Blut. Ein Schlüssel versteckt in seinem Stiefel. Muss zu einem Schlüsselloch passen. Hoffentlich ganz in der Nähe.
Das war nicht schwer. Weil wer guckt schon in die Schuhe? Ich wollte das Ding eigentlich aufnehmen. Da links. Ein Luftzug. Da muss ein Spalt unter den Trümmern sein. Ich sollte wohl etwas aufräumen. So, erstmal nimmst du bitte die Servierplatte auf. Und dann schauen wir mal da runter. Hallo, öffnen, bitte. Mach doch mal auf. Danke. Huch. Einfach runtergefallen. Da liegt was. Ein Fläschchen. Was ist das? Ach nee, das ist die Leiter. Ups. Was haben wir hier? Vermisst. Tamara Stranger, Tochter des blutigen Barons. Vermutlich entführt. Großzügige Belohnung für denjenigen, der sie findet oder zurückbringt. Mitnehmen kann ich es nicht, ne? Interessant. Interessant, sagt er. Ja. Was haben wir denn hier in der Truhe? Kronen? Nicht schlecht. Hier können wir mal Licht machen. Sonst ist hier nichts, außer das da. Ein Bestandsbuch. Bezahlung für einen Getreidesack. Fälliger Betrag für eine Ladung Holzkohle. Hendrik tarnte sich als Händler. Was ist das? Notizen zwischen den Einträgen. Schlau. Interessante Überschriften. Vermisst und gesucht. Vermisst und gesucht. Subjekt in Skellige und auch in Novigrad gesichtet. Aussehen unverändert, aschgraues Haar, Gesicht mit Narbe. Meidet den Kontakt mit anderen. Das sind wohl wir. Oder? Aschgraues Haar mit Narbe im Gesicht trifft irgendwie auf uns zu, oder nicht? Betrunkenes Schwein. Der sogenannte Baron brachte das Subjekt in seiner Burg unter. Oder besser, in seiner widerrechtlich besetzten Festung. Grund unbekannt. Sprich mit dem Baron im Krähenfels. Oder war Ciri auch? Hatte die auch graue Haare? Weil wenn der über uns schreibt, wäre es ja irgendwie komisch. Ja, dann muss Ciri sein oder jemand anders. Kampf mit einer Hexe. Das Subjekt landete im Sumpf und trat einer Hexe entgegen. Es kam zum Streit, Ursache unbekannt. Finde die Hexe. Rede mit den Bauern in Mittelhain. Vorsicht ist angebracht. Vorsicht ist angebracht. Ich werde beobachtet, von wem und warum auch immer. Verstörende Hinweise. Der Hund ist weggelaufen. Wasser im Eimer ist festgefroren. Seltsames Glühen am Himmel beobachtet. Schlechtes Omen, sagen die Bauern. Das sollte alles sein. Sie haben mitbekommen, dass Hendrik nach Ciri sucht. Darum die Folter. Ich bin zu spät. Mein einziger Hinweis, der Baron und eine Hexe. Verdammt. Begib dich zur Burg des Barons. Oder wir könnten vielleicht auch. Neue Quest: Hexenjagd. Ja, wir könnten zum Beispiel auch der Hexe einen Besuch abstatten. Oder wir gucken uns erstmal hier noch ein bisschen um. Zerbrochene Harke. Sie, die da weiß. Lesen wir uns jetzt aber, glaube ich, nicht durch. Eine Puppe. Dann die zwei Sachen noch und dann geht's weiter. Verwesendes Fleisch und Rehhaut. Wir können die Wölfe noch looten. Die Hunde. Waren doch Hunde. Oder waren das Wölfe? Mann, habe ich ein Gedächtnis. Gut. Dann entscheiden wir in der nächsten Folge, was wir als nächstes machen. Und danke fürs Zusehen, liken, teilen und kommentieren nicht vergessen. Und dann
Bis zur nächsten Folge. Tschüss.